Wir gehen mehrere Stockwerke in die Tiefe. Es ist dunkel und nur Matthäus' Handylicht erhellt den Weg. Ich hoffe, sein Akku ist voll. Das Treppenhaus endet nach gefühlten 100 Stockwerken tief unter der Erde. Durch eine schwere Stahltür erreichen wir einen Tunnel mit gebogenen Wänden, wie bei einem Abwasserkanal. Matteo findet einen Lichtschalter und legt ihn um. Zahllose Leuchtstofflampen gehen flackernd an, wofür sie extrem lange brauchen. Einige schaffen es nicht, die magische Schwelle zu überschreiten und verharren in einer gruseligen Zwischenwelt aus Licht und Finsternis. Ein paar Meter vor uns explodiert eine Lampe und es regnet funkelnde Glassplitter. Wir gehen vorsichtig in den Tunnel. Im schummrigen Flackerlicht erkenne ich mehr von unserer netten Umgebung. Der Betonboden ist mit einer schmierigen Schleimschicht bedeckt, die bei jedem Schritt schmatzende Geräusche macht. Alle paar Meter stehen große Metallschränke, die wie Schließfächer aus US-Highschools wirken. Es riecht nach Schimmel und das Flackerlicht stresst total. Das Ambiente dieses fensterlosen Büroflurs wirkt wie eine 80er-Jahre-Dystopie. Ich sehe meinen Atem und an meinen nackten Armen und Beinen bildet sich eine Gänsehaut. »Oh mein Gott«, keucht Matteo, »wir sind in den Backrooms!« »Was soll das sein?«, fragt Daria. »Hinterzimmer?« Matteo blockiert den Weg. »Nein«, antwortet er und hebt dabei theatralisch seine Arme. »Die Backrooms sind ein Labyrinth, in das sich eine arme Seele zufällig verirrt. Sie sind ein endloses System von Gängen, die wie vergammelte Büroräume aussehen. Ist man erst einmal drin, findet man nur schwer heraus.« Ich kenne schon alle Schauergeschichten, die Matteo über diese Netzlegende gefunden oder sich selbst ausgedacht hat. Daher gehe ich weiter und stöbere herum. Ich öffne die Tür eines Metallschranks und sehe hinein. Nichts außer Staub und Dreck. »Und wie landet man in diesen Backrooms?«, fragt Daria. »Das kann jedem jederzeit passieren«, antwortet Matteo. »Du läufst durch die Gegend und stolperst über einen Stein oder was auch immer und nach einem kurzen Schreckmoment bist du plötzlich in den Backrooms.« »Wie soll das denn gehen?«, fragt sie. Ich stöbere weiter, doch in den Schränken befindet sich nichts Interessantes. »Wenn die Welt in Wahrheit eine Simulation ist«, antwortet er, »kann es sein, dass das Programm durch ein plötzliches Stolpern verwirrt wird und dann deinen Körper am falschen Ort auftauchen lässt. Du bist jetzt in einer Dimension hinter der uns bekannten Welt.« Ich öffne einen weiteren Schrank und Matteos Worte werden wahr. Aus der Finsternis einer fremden Dimension starren mich zwei rotglühende Augen an. »Oh Gott«, keuche ich. Mir gefriert alles. Von drinnen höre ich ein leises Röcheln. Es wäre sinnvoll, die Tür wieder zu schließen, doch mein dummer Körper reagiert nicht. Matteo kommt zu mir. »Was ist?«, fragt er. Da versagt seine Stimme. Kreischt das rotäugige Etwas, dann springt es auf unnatürliche und die Schwerkraft verhöhnende Weise aus dem Schrank. Es ist eine Ratte von obszöner Größe. Das Ding könnte einen Waschbären zum Frühstück verspeisen. Die Monsterratte fliegt zwischen mir und Matteo hindurch. Dabei streift sie mich mit ihrem feuchtklebrigen Fell an den nackten Unterschenkeln. Oh Gott, hoffentlich hat diese Höllenkreatur jetzt keine Pestflöhe oder andere pandemietauglichen Keime auf mich übertragen. Das Ding landet, dreht sich zu uns und sieht mich noch einmal mit seinen Teufelsaugen an. Dann verschwindet es in der Dunkelheit.